Ja, schönen guten Morgen, Freunde der Sonne und was geht, Krypto-Gang. Leute, es ist Samstag, es ist wunderbar und wir haben mal wieder Ripple News. Es ist Zeit für ein Ripple Update. Geile Nachrichten, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Wie könnte es anders sein? Die SEC lässt nichts aus, dem Ripple irgendwie auf den Piss zu gehen. Ich sag ja immer wieder, Leute, die SEC kann uns doch mal ganz hart kreuzweise in die Ruja blättern. Was haben wir, Freunde? Ripple will mit ins NFT-Business. Ja, für die, die nicht wissen, was NFT ist, NFT bedeutet Non-Fungible Token. Und kann man am ehesten als, ja, digitale Kunst bezeichnen. Also ein NFT, also der Non-Fungible Token, der kann im Prinzip, ja, alles sein, ne? Beispielsweise wurde der erste Twitter-Post, der je verfasst wurde, digital auf so einen Coin geprägt und über Ethereum für schlappe 3 Millionen vertickert. Ja, wilde Sache. Etwas größenwahnsinnig, aber wilde Sache. Der einzige Big Player in dem Game ist momentan noch Ethereum. Ich meine gelesen zu haben, Chili's ist da auch so ein bisschen mit drin in diesem NFT-Bereich. Ja, Ripple hat sich gedacht, ne, da wollen wir aber auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Gehen wir mal rein in die Masse. Ich finde es übrigens erstaunlich, wie trotz dieser ganzen Sex-Sache Ripple einfach weiter nach vorne marschiert, als wäre nie irgendwas gewesen. Uns spielt es in die Karten. Ich finde es auf jeden Fall eine echt geile Sache. Ripple macht das schon wirklich sehr, sehr seriös, professionell und gut. Aber zurück zu der NFT-Geschichte. Ripple selbst behauptet von sich, sie wären rein technisch fit dafür. Jetzt wird unter den Netzwerk Beteiligten wird halt darüber abgestimmt. Und wenn darüber entschieden wurde, Freunde, können wir dem Kurs mal wieder zugucken. Ne? Geht wieder vorwärts auf jeden Fall. Behaltet das auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Gehen wir weiter, Freunde. Was haben wir denn noch hier? Ja, Ripple geht wahrscheinlich an die Börse. Hatten wir schon mal zu einem anderen Video angesprochen. Und dass Ripple nach der SEC-Sache an die Börse geht, wird jetzt auch nochmal bekräftigt. Und das nicht einfach von irgendwem, von Person XY, von niemand Geringerem als Brett Girlinghouse, wenn ich den richtig ausgesprochen habe. Er ist übrigens der CEO von Ripple. Das heißt, die Information kommt aus erster Hand. Das alleine macht den, also wenn die dann an die Börse gehen, das alleine schon, ohne dass da was passiert ist, macht den Kurs schon Sell-A-Vie. Und wenn es dann an der Börse auch noch gut läuft, lass knacken. Hör mir auf. Dann haben wir hier aber auch noch News bezüglich Ripple versus die SEC, Freunde. Kennen wir ja nicht anders. Die SEC lässt sich immer irgendwie was einfallen, um Ripple, vor allem uns, richtig schön auf die Cojones zu gehen, auf die Jalapenos. Da ist Folgendes passiert. Hier Anfrage seitens SEC, die wollen da wieder irgendwas. Ne? Da haben wir hier in den neuen Antrag, der am 25. Mai, also ist jetzt schon ein paar Tage her, wurde ein Antrag an die Richterin gestellt, bat die SEC um Erlaubnis, 6 zusätzliche Befragungen durchzuführen. Bla bla bla. Der Anwalt forderte Ripple außerdem auf, die Dokumente von 5 weiteren Treuhändlern vorzulegen. Die Börsenaufsichtsbehörde forderte Ripple außerdem auf. Ja, die fordern ganz schön viel auf. Freunde, das ist für uns alles nichts Neues. Das können die sich gepflegt in die Haare schmieren. Das sind meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler, vieler Verfahrensbeobachter ist ja in den USA so, da sind viele, vor allem ist ja mediales Interesse, viele Verfahrensbeobachter am Start gehen auch davon aus und kategorisieren das so ein, dass das Verzögerungstaktiken der Anwälte von der SEC sind. So läuft das da halt einfach, ne? Aber bislang sind die über die Jahre nicht sehr weit mit der ganzen Geschichte gekommen und werden sie auch weiter nicht. Ich kann nur immer wieder erwähnen, Freunde, wir machen uns da überhaupt gar keine Sorgen. Ja, Ripple und die SEC, Ripple geht da raus aus der Sache und das als Gewinner. Ja, darauf können wir im Prinzip vertrauen. Lasst euch hier auf jeden Fall auch von den Kursen nicht manipulieren, nicht beeinflussen. Macht euch keine Sorgen, das ist alles halb so wild, ne? Prognose bleibt weiterhin mehr als bullish, Freunde. Keine Krise, kein Kopf machen. XRP ist und bleibt ein starkes Ding für die Zukunft. Definitiv. Dementsprechend, Freunde, haben wir mal kurz zum Samstag ganz gemütlichen Ripple-Update gemacht. Sei zu sagen, die neu da sind, einmal natürlich unten abonnieren. Das kann nichts Schöneres geben. Am Samstag, Reise geht weiter to the Moon. Eine Bombe auf den Kiefer für den Algorithmus. Jungs, Mädels, die länger dabei sind, ihr wisst das. Ne? Traffic erzeugen, Algorithmus schläft nicht, wir schlafen auch nicht. Leute, was ist los mit Instagram? Ich verlinke mal einmal unten einmal folgen. Wir müssen da ein bisschen Traffic erzeugen, Leute, damit das hier richtig vorwärts geht. Dementsprechend nochmal Dank an alle für über 1000 Abos. Einfach zu krank. Später, kurze Ankündigung für später, für 17 Uhr habe ich einen Upload eingestellt. Richtig nice. Bitcoin versus Ethereum. Da gehen wir mal einmal ganz knackig
in 8 Minuten durch, nee, ich wollte schon sagen Ripple wahrscheinlich, warum Ethereum das neue Bitcoin werden wird und warum Ethereum eine ganz, ganz kranke Zukunft, noch bessere Zukunft als Bitcoin vor sich hat. Dementsprechend schaltet später wieder ein um 17 Uhr oder auch später, wenn ihr das geile Wetter am Samstag genießen wollt. Hauptsache, ihr schaltet wieder ein. Freunde, bis später. Denkt dran, das ist natürlich wie immer wie Spiegel. Wir sehen uns.